Bei uns die beiden besten 1500-Meter-Läuferinnen der U18. Lea Kruse, die Meisterin, und Paula Schneiders, die Vizemeisterin. Der Meisterin erstmal herzlichen Glückwunsch und dir auch herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du hast dich total lange ums Tempo bemüht, hast aber im Ziel gejubelt, obwohl du überspruchtet worden bist. Ja, das war eigentlich auch so die Taktik, die geplante, weil sonst hätte ich keine Chance gehabt, wenn ich taktisch gelaufen wäre. Und ich wusste, dass Lea hinten raus sehr stark ist und dann habe ich halt aufs Tempo gedrückt. Bei dir war es auch Taktik? Genau, ich habe mich darauf verlassen, dass das Tempo halt schnell wird. Und dann bin ich am Ende raus nochmal richtig schnell geworden. Das hat auch geklappt, voll aufgegangen. Habt ihr denn mitbekommen, dass der Rest des Feldes ja weit, weit zurück lag? Das habe ich so am Anfang noch nicht so mitbekommen, aber später sieht man ein bisschen die Schatten auf der einen Seite. Und dann hat man sich das schon gedacht, vor allem bei dem hohen Tempo, was Paula hier angeschlagen hat. Ich habe auch erst die letzten 100 Meter gesehen, dass halt eine große Lücke aufgegangen ist. Deshalb bin ich auch nur noch ins Ziel getrabt. Ja, beides erfahrene Trainer. Was haben die euch von der Tribüne denn zugerufen? Bei dir Johannes Garten? Bei dir André Pollmecher. Genau. Das Problem ist, da ich gehörlos geboren worden bin und auf beiden Seiten CIs trage, helfen bei mir Zurufe nicht und dass wir eher über Zeichen kommuniziert haben. Und der Johannes, den hast du gar nicht wahrgenommen? Also ich habe nur gehört, dass der halt gesagt hat, es ist eine große Lücke aufgegangen, aber sonst habe ich ihn eigentlich nicht gehört. Lea startet für den SC Schalke 04, aber wohnt in Düsseldorf. Ihr seid so quasi mit der ganzen Trainingsgruppe im letzten Herbst vom ART Düsseldorf nach Schalke umgezogen. Genau, das ist richtig. André hat auf Schalke eine hauptamtliche Stelle bekommen, weil der Leichtathletik-Sprung Schalke aufgebaut werden möchte. Und genau, da haben wir uns alle richtig gefreut, dass wir jetzt da nach Schalke gewechselt sind. Genau, und Schalke hat nicht nur im Fußball, sondern auch in der Leichtathletik eine große Tradition, die jetzt wieder auflebt. Also die waren so vor 20, 30, 40 Jahren, waren die wirklich top. Und jetzt, unter anderem dank Lea Kruse, seid ihr wieder top. Danke, genau. Ich freue mich auch als Teil dieser Schalke-Familie, hier jetzt auch einen Titel geholt zu haben. Über das LRZ Mönchengladbach muss ich gar nicht viel reden. Da waren wir mit diesen Meisterschaften vor einem Jahr zu Gast und waren sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, mit der Sarah Schmidt war das ja. Und ja, sie ist auch mein Vorbild sozusagen. Und ja, ich möchte halt das erreichen, was sie auch erreicht hat. Leider krank in dieser Saison. Sie kann auch morgen, habe ich heute gehört, nicht in der 3x800-Meter-Staffel laufen. Schade. Ja, finde ich auch sehr schade. Aber nicht schade finden wir, dass ihr beiden vorne lagt. Und wir bedanken uns fürs Interview. Toi, toi, toi für die Zukunft. Lea Kruse und Paula Schneider. Vielen Dank.